Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Unreal. Heute geht's, ups, ich habe hier ein bisschen eine komische View eingestellt. Heute geht's darum, wie wir diese Türe aufschwingen lassen wollen. Das heißt, wir wollen sie animieren. Wir wollen nicht einfach sagen, sie ist jetzt offen, Punkt, aus, fertig. Sondern wir wollen ihr sagen, du schwingst jetzt langsam, aber sicher auf. Nicht so unglaublich schnell. Genau, was wir dazu machen ist, wir brauchen eine Animation. Und zwar eine Animation ist im Prinzip, wenn ihr euch das so vorstellt, ein Spiel ist ja im Prinzip mehrere Bilder die Sekunde. Ihr habt 30 Bilder die Sekunde. So, und was wir jetzt machen ist, wir zeigen immer wieder einen neuen Zustand dieser Türe. Das heißt, wir sagen der Türe langsam, aber sicher, geh ein Stückchen mehr auf, geh noch ein bisschen mehr auf, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, bis du bei eben diesen 120 Grad bist, die wir hier eingegeben haben. Ups, Alarm, die fehlen hier gerade, weil ich was anderes gemacht habe. Bis wir eben bei diesen 120 Grad sind und dann hörst du auf. Und dieses langsame ineinander übergehen, das müssen wir jetzt machen. So, was wir als erstes mal machen, ist, wir cutten diesen Link hier. Dazu machen wir einfach Rechtsklick hier drauf und das, was ich gerade gemacht habe, Break Link, das führt dazu, dass eben diese Verbindung hier aufgelöst wird. So soll es ja auch sein. Okay, so, und wenn wir jetzt reingehen, hier rein, dann soll was passieren. Und das macht man in einer sogenannten Timeline. Okay, also wir geben hier einfach mal ein Timeline. Und hier unten steht jetzt Add Timeline. Und das ist jetzt sozusagen unsere Animation. Das heißt, wir können jetzt dieses Ding hier animieren. Und zwar, wenn wir hier einfach einen Doppelklick drauf machen, dann öffnet sich hier ein neues Fenster. Und ich mache das jetzt mal ein bisschen größer hier, damit wir es besser sehen können. So, hier oben können wir sagen, wie lange soll denn die Türe brauchen, bis sie aufgegangen ist. 5 Sekunden ist ein bisschen zu viel, würde ich mal so behaupten. Deswegen, wir setzen es jetzt einfach mal auf 3 Sekunden, gucken uns nachher an, wie das Ganze funktioniert. Hier habt ihr auch die Option, das Ganze zu loopen. Das heißt, wenn es mal ausgelöst ist, dann hört es nicht mehr auf, es fängt einfach wieder von vorne an. Wäre super, wenn ihr an irgendwie sowas denkt wie Wasser, das aus einem Bach rausfließt oder irgendwelchen Windmühlen oder sowas, ist natürlich auch toll. Und was wir jetzt hier brauchen, ist, wir wollen eine ganz normale mathematische Zahl, eine Float-Zahl, eine Fließkommazahl animieren. Und zwar, jetzt kriegen wir hier so eine kleine Timeline. Ich würde euch erstmal empfehlen, wir klicken hier drauf und klicken hier drauf. So haben wir das Ganze alles so ein bisschen passend. 3 Sekunden, naja, wir haben es nicht ganz passend, egal. Was wir jetzt hier machen, ist, wir machen einen Rechtsklick drauf und sagen Add Key to Curve Float 1. Wo ist völlig egal, wenn man die Werte hier oben noch komplett einstellen kann. Das heißt, wir sagen, wir fangen bei 0 an, also bei der Zeit 0 am Anfang halt, und wir sagen, wir wollen anfangen bei Wert 0. Das heißt, die Rotation ist ja am Anfang 0. Wir wollen ja die Türe aufschwingen lassen. Und am Anfang ist die Rotation eben 0. Wenn ihr hier einen anderen Startwert nehmt, dann macht die Türe plötzlich einen Sprung und fängt halt bei dem, was ihr angegeben habt, an. So, und jetzt wollen wir das Ganze rotieren lassen, bis wir bei diesen 120 Grad sind, die wir im letzten Video schon hatten. Das heißt, wir wollen es ja 3 Sekunden lang rotieren lassen. Das heißt, wir machen hier noch einen Key zu dieser Curve Float. Das muss jetzt nicht irgendwie so rund sein oder sowas, sondern wir können einfach ein stinknormales, diese Gerade hier ist sozusagen die Animation an. Okay, jetzt setzen wir hier als Zeit 3 und als Wert machen wir 120, weil wir ja 120 Grad animieren wollen. Jetzt ist die Kurve ziemlich steil geworden. Ihr könnt hier einfach auf beides draufklicken, dann zoomt ihr automatisch so, dass es alles passt. Okay, das heißt, wir haben jetzt eine Animation geschaffen, die einfach eine stinknormale Zeit in 3 Sekunden von 0 auf 120 ansteigen lässt. Linear. Linear bedeutet, das Ding ist eine Gerade. Eine Kurve würdet ihr anders hinkriegen, brauchen wir jetzt aber tatsächlich nicht. Das würdet ihr dann hier machen oder ja, mit verschiedenen anderen Tools. Genau, wir wollen es jetzt einfach nur stinknormal aufschwingen lassen. So, jetzt gehen wir hier wieder. Können wir das eigentlich schließen? Jetzt haben wir hier diesen New Track 1 gemacht. Dieses New Track 1, den können wir mal umbenennen eigentlich noch. Ah, wobei, warum eigentlich? Wir können dieses Ding jetzt, wir können das hier verbinden. Das ist jetzt das, was rauskommt. Also das wollen wir für diese Rotation machen. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Das ist einfach nur eine Fließkommazahl, ein Float. Also eine Zahl von 0. Die kann auch Komma haben, also 0,01, 0,02 und so weiter bis 120. Innerhalb von 3 Sekunden wird es dann quasi normal animiert. Jetzt müssen wir das Ding noch in eine Rotation basteln. Wir können es nicht hier einfach einfügen, sondern wir müssen eine Rotation daraus machen. Deswegen ziehen wir einfach mal hierher und dann kriegen wir hier ein Fenster, was wir alles mit diesem Float anstellen können. Also, was wollen wir machen? Wir wollen eine Rotation daraus machen. Und deswegen gehen wir einfach mal auf Make. Und dann sagen wir hier Make Rotator. So, jetzt Vorsicht, wir haben hier die Möglichkeiten, einen Roll, einen Pitch und einen Yaw einzustellen oder X, Y und Z. Wir wollten hier die Z-Achse oder auch den Yaw-Wert wollten wir animieren. Deswegen sagen wir, wir brechen diesen Link erstmal, Break Link to Timeline,
und ziehen den in unsere Z-Variable. Das ist jetzt die Variable, die animiert ist, wird. Die anderen bleiben konstant 0, sonst wird sich ja die Türe irgendwie sehr, sehr seltsam drehen und einmal um die komplette Achse. Ich habe noch nie so eine Türe gesehen, zumindest nicht im echten Leben. Wäre dann ein typischer Bug, was ihr da so machen könnt. So, diesen Link zu der SM dort, den haben wir immer noch drin. Jetzt haben wir sozusagen hier die Timeline kreiert und daraus haben wir eine Rotation kreiert. Und ihr seht, das hier sind grüne Werte, die werden zu, also das ist ein Float quasi. Dieser Yaw, der ist auch ein Float. Und die anderen beiden brauchen wir nicht verbinden, weil die sind einfach konstant auf 0. Und der Return-Wert ist jetzt aber ein Rotator. Oder auch hier, was wir brauchen, ein Rotator. Wenn ihr hier drüber fahrt, dann seht ihr immer, was ihr braucht. Wenn ich hier drüber fahre, dann sehe ich, ich brauche ein Boolean. Unter Teleport Physics, das ist der Name davon, steht der Typ, das ist ein Boolean. Hier steht drunter New Rotation, Rotator. Hier steht Target Actor Reference, also Actor Reference ist der Typ. Und hier steht Exec, einfach nur Exec. So, jetzt müssen wir erstmal diesen Return-Wert, also das, was hier quasi fertig berechnet wird für uns, hier reinstopfen in die Rotation. Dann bekommen wir eine neue Rotation und zwar aus diesem Rotator, den wir da gemacht haben. So, jetzt mache ich das mal hier so schön, dass es nicht sich überlappt. Okay, und jetzt machen wir Folgendes. Wir müssen noch irgendwelche Events machen. Ohne Events wird alles niemals ausgelöst. Das heißt, wenn wir reinlaufen in die Triggerbox, das ist noch aus dem letzten Video hier drin, das ist der Event, wenn wir da reinlaufen, dann soll was passieren und zwar Play soll passieren. Okay. So, jetzt Play, naja gut, wenn wir Play from Start machen, dann fängt es jedes Mal von vorne an, das heißt, es setzt uns, das können wir einfach mal nachher kurz machen. Okay, Play, gut, was passiert jetzt jedes Mal, wenn es fertig ist? Wenn es fertig ist, wollen wir eigentlich nichts machen, das heißt, wir können das ignorieren, aber wenn wir updaten, also jedes Mal, wenn hier quasi was Neues berechnet wird, dann soll diese Actor Rotation gesetzt werden und das ist dann der Event, der hier quasi gemacht wird. Also das wird ständig getriggert. Diese Timeline läuft einfach durch und jedes Mal, wenn ein neuer Wert für die Türe quasi animiert wird, dann soll diese Rotation nochmal neu gesetzt werden. Das heißt, wir führen das nicht nur einmal aus, sondern wir führen es für 3 Sekunden lang komplett permanent aus. Okay, und das wollen wir dann, so, also diesen Wert, den wir animiert haben, den wollen wir hier reinsetzen. Und zwar als Rotation, deswegen dieser Make Rotator. Gut, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Jetzt können wir das Ganze mal kompilieren und ausprobieren. Das ist sozusagen unsere erste Animation. Wenn ich es jetzt nicht ganz verstanden habe, das ist absolut kein Problem. Ihr könnt es ja einfach nochmal angucken und dann, ja. So, und wenn wir jetzt hier reingehen, dann sehen wir, wie diese Türe langsam und wunderschön aufschwingt. Aber leider haben wir hier noch so einen kleinen Clipping-Fehler, sehe ich gerade. Die Türe hängt nämlich in dem Türrahmen drin. Aber das könnt ihr dann mit so ein bisschen Feinarbeit, die Türe richtig hinzujustieren, könnt ihr alles einfach selber machen. Das machen wir jetzt hier nicht. Und wenn wir rauslaufen, dann ist leider sofort wieder auf 0. Warum ist das so? Warum haben wir... Ups. Okay. Warum haben wir hier sofort wieder auf 0? Naja, hier unten, dieses On-Actor-End-Overlap setzt ja die Rotation einfach auf 0. So, jetzt möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, was hier dieses Play-From-Start bedeutet. Okay. Also. Achso, dazu löschen wir erstmal das hier unten, sonst sehen wir das nicht. Sonst sehen wir da absolut keinen Unterschied. Okay, Play from Start. So, wenn wir jetzt normal reinlaufen würden, dann würde eigentlich einmal die Türe aufschwingen und dann wird sie aufbleiben. So, das heißt, ich laufe jetzt hier los, Türe schwingt auf. Wunderschön. Und jetzt laufen wir wieder raus. Jetzt ist passiert natürlich nichts, weil ich ja gerade die andere Rotation setzen gelöscht habe. Aber wenn ich jetzt wieder reinlaufe, dann geht die Türe plötzlich wieder zu und fängt wieder von vorne an. Das wollen wir hier in dem Fall nicht. Wenn wir nur Play machen, dann ist die Türe halt offen, okay, dann ist sie offen, also bleibt sie auch offen. Ihr seht's, wenn ich jetzt hier, und jetzt hier unten in der linken Ecke seht ihr übrigens auch, dass diese Animation ausgelöst wird. Wenn ich wieder rausgehe und wieder reinlaufe, dann passiert hier nichts mehr. Die Animation wird trotzdem ausgelöst, aber hier passiert nichts, weil wir schon einmal durch sind. Also wir fangen nicht von vorne an mit dieser Timeline. So, was passiert jetzt aber, wenn wir plötzlich rauslaufen? Dann wollen wir ja eigentlich, dass die Türe wieder zuschwingt. Und dazu gehen wir hierher und wählen unsere Triggerbox wieder aus und machen einen Rechtsklick, Add Event for Triggerbox 1, Collision. Und wenn wir rauslaufen, also wenn dieser Overlap zu Ende geht, dann wollen wir das Ganze rückwärts laufen lassen. Achtung, nicht rückwärts vom Ende, sonst springt die Türe wieder ganz auf und läuft dann wieder zurück, aber vielleicht ist sie ja noch gar nicht komplett aufgegangen, weil wir gerade erst rein sind und wir merken, da wollen wir nicht hin, also gehen wir wieder zurück. Das heißt, wir machen hier einfach nur einen Reverse. Und plötzlich ist das so übersichtlich, wunderbar.
So, jetzt können wir das Ganze wieder kompilieren und laufen lassen. Und achtet mal nochmal auf diese weißen Fäden, die hier so an der Seite sind, wenn wir das jetzt gerade machen. Okay, also wir laufen rein und plötzlich geht die Türe auf. Wir laufen wieder raus und die Türe geht wieder zu. Und wenn wir wieder reinlaufen, schwingt sie wieder weiter auf. Wenn wir wieder rauslaufen, schwingt sie wieder weiter zu. Das heißt, wir können das sozusagen einfach steuern. Wir können sie auch hin und her machen. Wunderschön. Also ich glaube, das ist einfach eine der schönsten Animationen. Ich mag diese Timeline sehr gerne. Ich finde es, ah, toll. Naja, egal. Okay, das ist es schon wieder für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so kleine Animationen zu erstellen. Jetzt wisst ihr, wie Timelines funktionieren. Die sind wirklich der A und O-Schlüssel dazu. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.